Guten Morgen, guten Morgen. Wo sind meine Schuhe? Wir haben Montag. Heute vertue ich mich nicht im Tag. Und ja, ich bereite mich jetzt schon mal vor, um alles zu sensen. Ich gehe mal kurz mit euch nach vorne und zeige ich euch da, wo der ganze Klöterich wächst, dieser japanische oder Bambus oder whatever. Und da wollte ich gleich ein bisschen Gift spritzen. Also, ich zeige euch gleich nochmal das Gift, nicht dass hier irgendwelche Leute jetzt Schnappatmung kriegen und Etepetete, Rakete. Das ist alles biologisch. Du stehst drauf. Jetzt haben wir hier den ganzen Bambus. Wird noch schön morgen Tau. Da ist er auch. Und ja, da werde ich ja mal schön alles abspritzen jetzt. In der Hoffnung, dass das schön kaputt geht. Und dann werde ich hier Donnerstag nochmal alles fein sensen, bevor wir abhauen. Dass das schön ist. Und jetzt wird ja eh kühler. Und dann ist da nicht mehr so viel, das danach kommt. Und ich denke mal, im Winter wird auch gar nichts sein. Und nächstes sind wir so immer hier, dass wir alles selber sensen können. Nicht so lange Abstände haben. Ja, die Mülltonnen nehme ich auch mal kurz mit rein, nur schon mal an die Seite stellen. Die sind nämlich heute geleert worden. Und danach wollte ich oben sensen. Da habe ich mir gestern diesen Aufsatz geholt. Da bin ich schon ganz gespannt. Ich denke mal, vielleicht einige von euch auch, die selber auch sensen, weil ich zu Hause werde auf jeden Fall berichten. Wie gut das ist oder wie schlecht das ist oder wie auch immer. Nehmen wir kurz eine Mülltonne mit. Oh, schönes Wetter. Es ist angenehm kühl. Beim Pullover angezogen, da ist ja mal beim Senden ein bisschen angenehmer. Das heißt, wenn ich halt so Äste oder Splitter oder Gras irgendwas abkriege, das tut das an der Arme immer so weh. Aber wenn er zu warm ist, dann ist das natürlich auch kacke. Und dann piekst und weh tut. So. Hier haben wir schon mal den Kanister. Muss ich nochmal einen Messbecher finden. Ach, den hatte ich hochgestellt, damit die Kinder nicht da dran kommen. Und den Sprühbumper auch. Ja, der Ettiger rennt da. Oh, Ettiger! Die Beagle-Polizei. So, da ist ja die Pumpflasche. Die mache ich jetzt voll mit dem Zeug. Und ein bisschen Wasser noch holen, das ist mir ein bisschen doof zu befüllen. Aber dafür ist er aber wenigstens hundertprozentig dicht beim Pumpen. Also im großen Summa summarum ist das ein gut durchdachtes Ding. Diese Sprühflasche. Die war auch nicht so billig, hat 12 Euro gekostet oder so. Aber wir sind da ganz zufrieden mit. Ja, ich weiß auch nicht, wo habe ich den hingepackt. Der ist immer, wenn man was gut wegpackt und am Ende findet man das nicht wieder. Ihr kennt das wahrscheinlich. Ach Mann, Messbecher müssen wir unbedingt mal ein paar mehr mitnehmen. Weil wir brauchen halt mal für Benzin, nehme ich das zum Dosieren oder für Öl. Für den Zweitakter. Und dafür habe ich immer ganz gerne ein paar Messbecher. So kann ich mir die dann beschriften. Und nehme dann halt für jede Flüssigkeit immer nur einen. Ja. So sieht's aus. Ja, ich würde jetzt mal anfangen. Da hinten muss ich auch noch. Ja, da oben halt. Da wird dann auch noch gesenzt. Da hilft der Eti mir gleich. Und ich finde den Messbecher nicht, macht mich gerade kirre. Ja, ich suche den mal und dann zeige ich euch gleich das Zeug, wie ich das umfülle und was das für ein Zeug ist. Das zeige ich mal kurz in die Kamera. Das haben wir übrigens bei Amazon aus Deutschland bestellt. Das war für ein paar Euro nach Ungarn lieferbar, ohne Probleme. Ich melde mich gleich nochmal rein. Da sind wir wieder. Und zwar ist das Zeug. Wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr mal gerne eine E-Mail schicken oder in die Kommentare. Sicherheitshandschuhe angezogen, weil ich traue dem ganzen Braten nicht. Das sollte Konzentrat zur schnellen und nachhaltigen Reinigung von Pflanzen. Gepflasterten Schwägen und Flätzen ohne mechanische Bearbeitung.
bitte nicht auf Pflanzen sprühen, da diese Wurzel tief zerstört werden. Es soll biologisch sein, aber ätzend. Ja. Ich kenne mal den Amazon-Link, packe ich mal in meine Infobox für heute, wenn ich dran denke, und dann könnt ihr euch ja mal rein. Es soll biologisch sein, abbaubar alles, und darf halt 4-5 Stunden nicht rechnen, wenn man das gesprüht hat. Ich mische das jetzt 1:5, das heißt 1 Liter von dem Zeug, 5 Liter oder 4 Liter von dem Wasser mache ich jetzt hier in den Messbecher rein, und dann spritzt die gleich mal den Bambus an. Ich habe euch den gerade ja gezeigt, ich werde den auch noch mal am Donnerstag zeigen, wie der aussieht, und vorne hat schon ein Wunder geholfen, und dann werde ich da alles, ich hoffe einfach, dass ein bisschen die Wurzel reingeht und dann halt die Wurzel auch restlos zerstört wird und wir endlich Ruhe haben vom Bambus. Angeblich soll das so sein, ich bin gespannt, das wurde uns empfohlen, haben wir ein bisschen belesen, ja, wäre schön, wenn es klappt, wenn der Knöterich Bambus, was auch immer, endlich dadurch kaputt geht. So, ich fange jetzt mal an zu mixen, und ich melde mich dann später nochmal rein. So, jetzt habe ich gerade meine Sense bestückt und die alte abgemacht, um zu das Band einfach zu, wie lang das ist, ist die Seite abgebrochen hier. Aber ich habe mir die Orangene mitgenommen, da habe ich jetzt nur die Schnur gewechselt, weil ich hatte ja diese 115 Schnur drauf und habe mir jetzt meine Stahlschnur drauf gemacht wieder. Die Stahlschnur, die wir in Fonjot geholt haben, die ist deutlich dicker, als die wir die 3 mm gekauft haben. Ich meine, waren jetzt nur 3-4 Euro pro für eine Rolle, aber trotzdem, naja, egal. Ich fange jetzt mal oben an zu sensen, nehme mir die Zange mit, die Astschere mit, und dann gucke ich, hoffe ich, dass ich gleich in einer Stunde fertig bin. So, 2 Stunden gesenzt, aber 1,5 Stunden gesenzt. Ich habe jetzt einmal die Rolle gewechselt. Jetzt ist der Tank leer. Und ungefähr ein Drittel ist erst geschafft da oben. Ja, da ist halt sehr gewuchert und sehr tief alles. Und da möchte ich einmal eher tief alles abtragen. Jetzt mache ich aber erstmal ein Päuschen, wir haben 12 Uhr. Und trinke ein bisschen was. Gegessen. Und dann ist es echt heiß jetzt. Dann mache ich nachher um 15 Uhr weiter, glaube ich. Ja. Erstmal Mittagspause, Siesta. So sieht's aus da hinten. Ja. Bis später mal. Feierabend für heute. War jetzt fast 4-5 Stunden gesenzt da oben. Da ist teilweise echt hartnäckig und wirklich sehr, sehr, sehr dick. Tank ist jetzt 2-mal leer. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Rest mache ich morgen. Da ist ja der andere Hund, glaube ich, wieder irgendwo durch den Zaun geflutscht. Der geht beim Nachbarn immer durch das Tor. Der wurstet sich da durch und dann. Und das glaube ich, andere Seite. Egal, der haut ja wieder ab, der tut ja nichts. Ja, platt wie Popo. Kinder sind drin mit dem Mama, essen Suppe. Ich genieße jetzt hier noch kurz den Sonnenuntergang. Und dann wird gleich zusammengeräumt. Und eingeräumt und eingepackt, und dann geht es in 1, 2, 4 mal schlafen noch, dann geht's los. Ja, morgen wird der Rest gemacht und dann wird auch hier noch gesenzt. Wollte mir auch noch einmal alles radikal machen, ich bin gespannt. Oder Donnerstag, mal gucken. Wäre heute erst das Gift gespritzt vorne auf dem Bambus, bin mal gespannt, was er macht. Muss ich mal gucken. Entscheide ich dann spontan. Jedenfalls für heute ist Feierabend, mit einer Kleinigkeit gefuttert, beziehungsweise die Kinder essen schon, ich mache mir dann noch ein Brot. Das reicht mir dann für heute, vielleicht mache ich mir auch mal eine Yum-Yum wieder. Habe ich gestern auch schon den Wohnwagen gepackt, für Reis sind die immer echt super. Einfach heiß Wasser drauf, für die erst eine kleine Mahlzeit, Zwischenmahlzeit. Das ist mal ganz praktisch dann. Ja, dann werde ich morgen, übermorgen, fahre ich mit Eddie in die Stadt zum Impfen, da kriegt er seine Tollwut. Auffrischung und bringen auch die restlichen Rohre alle wieder weg. Mal wieder 200 Euro, die wir wieder kriegen. Und sonst wird es halt irgendwo hier verschwinden im Schuppen. Das muss ja nicht sein. Und wenn ich es dann nächstes Jahr brauche oder irgendwann mal für die Drenche hinten drüben am Schuppen, dann wird sie das neu geholt. Und bis dahin erreicht das halt. Ja, so sieht's aus. Man merkt's. In den Knochen.
Hände kribbeln immer noch. Die Hand ist echt super mit dem Tape. Das klappt wunderbar. Kaum Schwierigkeiten noch. Muss halt nur immer draufbleiben, das Tape, und richtig schön auf Spannung. Und da ist das echt eine feine Sache. Also wenn ihr Probleme habt mit Sehnenscheidungen, Tennisarm, Golfarm, whatever, Meniskus, Knie, irgendwas, Verspannung, also das hilft wirklich Wunder. Kauft euch die Dinger bei Amazon oder irgendwo in der DM, wo es die auch geben für ein paar Euro. Guckt euch Videos an, das ist echt nicht schwer. Da gibt es wirklich für jedes Aua und für jedes Wehwehchen gibt es da verschiedene Klebe- und Bindetechniken. Da ist echt super. Das ist wirklich nur zu empfehlen. Ja, ansonsten haben wir heute nicht viel erlebt. Morgen bleiben wir auch hier. Machen hier im Haus und alles soweit aufgeräumt, fertig gemacht. Und ja, wir bereiten uns jeden Tag ein bisschen mehr vor. Im Wohnwagen, Auto muss ich auch noch packen. Voll tanken werde ich jetzt nicht mehr. Das Tanken in Kroatien, da ist ja noch fast voll. Mir und zweimal mitgefahren. In Kroatien kostet 1,50 aktueller Diesel oder 1,60, habe ich gelesen. Ob stimmt, keine Ahnung. Und jedenfalls werde ich das Auto, wenn ich Mittwoch wiederkomme, am Donnerstag schon packen. Also den Hyundai. Und dann geht's Freitagmittag los. Da freuen wir uns schon wie Bolle. Es gibt bestimmt ganz viele tolle Videos. Werde ich euch mitnehmen, wenn ich tauchen gehe. In Calvino wollte ich so einen Tauchkurs machen. Er darf jetzt, er ist jetzt 12 bald. Und dann werde ich euch auf jeden Fall mitnehmen und dann auch viele, viele schöne Videos machen. Ich bin mal gespannt. Zumindest die Unterwasser, weil die ist nicht wasserdicht, die Igomaten-Kamera. Aber zumindest den Weg dann mal gucken, vielleicht kriege ich ja Michaelas Kamera mit, mal schauen. Jedenfalls werden wir da schöne Ausflüge machen. Auf dem Hafen freue ich mich in Split. Auf Märkte werden wir da auch wieder gehen. Machen wir auf ein oder zwei Märkte. Und ja, einfach so wieder Urlaub, wieder schön reisen. Und wir wiederkommen, wird sofort die Einfahrt gemacht. Da freue ich mich dann auch schon wieder drauf. Und dann ist auch nicht mehr lange, bis wir ins Wintercamp fahren. Da habe ich mir auch schon ein paar Routen, Zwischenstopps angeschaut, auch schon ein paar Stadien angeguckt, wo wir dann hinfahren könnten. Da ist ja auch die WM in Katar, wo ihr euch anmelden könnt für unser Tippspiel. Ja, also der Plan ist prall gefüllt. Aber es wird. Dann ist das Jahr schon wieder rum. Wahnsinn, wir haben schon im September. Da ist echt rattenschnell jetzt gegangen. Aber gut, so ist das halt. Etepetete Hex-Mex 2023. Das kommt schon, als man gucken kann. Wenn man bedenkt, 2002 WM, Ronaldo uns im Finale abgeschossen, das ist schon über 20 Jahre her. Haben wir gegen Brasilien, wo keiner mit gerechnet hat, im Finale gestanden. Und 2006 das Sommermärchen, auch schon vor lange her. Unglaublich, die Zeit, die rennt. Ja, aber ihr kennt das. So ist das halt. Ja, ihr Lieben. Ich werde jetzt reingehen, mal gucken, ich werde mir noch einen Radler trinken, bevor ich was esse. Haben wir jetzt 18 Uhr gleich. Ein Krautsalat, genau, den habe ich auch gemacht, den muss ich ja noch umfüllen. Das mache ich auch noch gleich. Ja, ihr Lieben, ich melde mich später nochmal rein. Ich räume jetzt hier zusammen, räume alles auf und dann melde ich mich nachher noch zu Wort. Komm, ich laufe nochmal mit euch hoch. Ja, wo seid ihr hin? Da seid ihr hin. Und zeige euch mal, was wir heute alles gesetzt haben. Und dann seht ihr auch einen Vergleich zu dem, was ich da morgen noch wegmachen werde. Oh, tut die Arme weh. Der Körper ist alt. Nein, 40, 41. So, ihr könnt erstmal gucken da, wie ihr seht, wie schön die kaputt gehen. Die alten Brennnesseln. Und dann mal richtig schön eingesprüht. Richtig gut das Zeug. Hier ist komisch, die gehen kaputt und die nicht, obwohl ich die alle gleich eingesprüht habe. Nimm zusammen. Am Rand gehen sie auch gut kaputt. Da oben, ihr seht die Insel da. Dahinter habe ich auch schon 6-7 Meter nach hinten gesenkt. Da muss ich noch. Die Blümchen fand ich schön. Hier habe ich stehen gelassen, die gelben. Und hier zum Nachbarn hin. Da habe ich jetzt nicht so viel gespritzt, war eigentlich fast gar nichts. Weil er sein Obst da hat, beziehungsweise sein Kohl. Hier wollte der Eddie ein paar Mal durch, da habe ich dann was vorgelegt. Und hier habe ich auch vor ein paar Tagen gesprüht. Ihr seht, hier geht alles kaputt.
Und da noch nicht, da muss ich auch noch mal spritzen, weil Sens das einfach nur frei. Dann machen wir die Kacke da auch weg. Ja, ich gehe jetzt noch mal mit euch nach vorne. Gucken. Bambus, der ist ja knackig und knuffig gewesen heute. Da habe ich auch das Zeug drauf gespritzt, wie weit er ist. Ja. Na, hier ist der Bambus echt auch schon kaputt gegangen, teilweise richtig. Ja, da die Pflanzen hängen auch kaputt am Zaun. Tatsache. Das lässt schon richtig die Köpfe hängen. Und da ist der Nachbarhund. Krass. Aber richtig derbe. Leckt's mir im Arsch. Geil, oh Mann. Da gehe ich jetzt nochmal richtig hin. Ich laufe mal hin, dann zeige ich euch das. Ja. Pah, der ist richtig schön. In eine Fritten geht er. Schön. So Sauzeug. Hoffentlich geht das runter bis zur Wurzel. Schön, schön, schön. Ja, ich freue mich. Voll toll. Michaela. Ja. Der Bambus, der geht richtig schön im Arsch, ne? Ja, das super. Habe ich gerade mal gezeigt. Ich bin ja echt begeistert. Ich hätte nicht gedacht. Wahnsinn, nach keine 12 Stunden her, ne? Oder knapp 12 Stunden. Gut, ihr Lieben. Ich melde mich später noch mal rein. Ahoi. So, wir sind jetzt fertig. Badewanne. Wer schläft? Und jetzt kommt das Hühnerchen. Wir haben sie super aufgegessen. Und ich mache mir jetzt noch einen kleinen Snack mit Miracoli. Da habe ich seit ein paar Tagen schon Bock drauf gehabt. Und jetzt mache ich mir das einfach. Ja, es geht immer einfach, geht schnell. Mag eigentlich jeder, ich kenne eigentlich keinen. Wir nehmen immer die Nachkauft aus dem Aldi oder aus dem Netto. Die schmecken uns eigentlich genauso wie die echten. Beziehungsweise ich habe schon ewig, glaube ich, gar nicht mehr die echten gegessen. Aus. Schönes Essen noch. Die ist auch noch mal rausgerannt. Chillt noch eine Runde draußen. Ja, ansonsten werden wir heute nicht mehr viel machen. Wir waren baden. Wie gesagt, die Maus, die schläft. Ich mache jetzt noch einen kleinen Snacky. Und dann lassen wir den Abend einklingen, ausklingen. Wie auch immer. In dem Sinne möchte ich auch gar nicht weiter berieseln. Ich wünsche euch einen wundervollen Abend. Morgen wird gesenzt, dann nehme ich euch natürlich wieder mit. Oben der Rest und hier unten fangen wir an. Und ich hoffe, dass wir dann auch zügig fertig werden, vielleicht sogar, dass wir morgen alles senden schaffen, sodass wir am Mittwoch und Donnerstag nur den Wohnwagen packen. Und ja, gleich viel Spaß bei der Michaela. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen in alter Frische. Ahoi.